Als ich euch gestern in der Osternacht besucht habe, hast du mich zum unfreiwilligen Ministranten gemacht und schwuppdiwupp hatte ich ein Weihrauchfass in der Hand. Was war da los? Du hast dann ein Tuch transportiert. Was hat's damit auf sich? Dieses Tuch ist das Grabtuch Christi. Eigentlich ist es eine gestickte Nachbildung der Grablegung Christi. Man sieht, wie Christus ins Grab gelegt wird von den bekannten Personen, seiner Mutter, von Johannes, seinem Lieblingsapostel, der unter dem Kreuz stand, und Nikodemus und von Arimathäa, die Jesus ins Grab legen, balsamieren und dann beerdigen. Und dieses Tuch, das legen wir in einen blumengeschmückten Baldachin am Karfreitag, um ihn dann auch in einer Prozession über die Straßen zu tragen. Und diesen Brauch haben wir dieses Jahr auch zum ersten Mal in Würzburg gemacht, dass wir rausgegangen sind aus der Kirche, auf die Straße und auf der Straße gesungen haben. Gesänge, die so auf der also eine Brücke bilden zwischen der Trauer des verstorbenen Christus und der Erwartung des österlichen Morgenlichtes. Die liturgische Farbe war ja auch hell. Vorgeschrieben ist weiß. Oh. Oder eine helle Farbe, jedenfalls eine österliche Farbe schon. Und die Gesänge haben auch schon österliche Anklänge, obwohl es noch Karfreitag ist. Mhm. Und dieses Tuch bleibt dann liegen bis zum Karsamstag, um dann vor der eigentlichen Osterauferstehungsfeier dann auf den Altar gelegt zu werden. Denn wir müssen ja ein leeres Grab zeigen. Christus ist ja auferstanden, das Grab ist leer. Und wir stellen dann stattdessen eine Osterikone in diesem Baldachin, der vorher das Grab war. Wir legen das Grabtuch auf den Altar, weil der Altar selber ja auch mehrere Funktionen und mehrere Symbole mit sich vereint. Der Opferaltar ist es, ist aber auch das Grab Christi. Es ist der Ort, an dem Christus gegenwärtig ist, in der Eucharistie im Tabernakel. Also ein Ort, der sehr mit Christus verbunden ist, der Christus symbolisiert, selber symbolisiert. Und dort wird eben dieses Tuch dann niedergelegt. Das heißt, auf einem orthodoxen Altar, du hast gerade das Stichwort Tabernakel angesprochen, wird auch die heilige Eucharistie aufbewahrt. Wir konsekrieren ein zweites Lamm, wie wir es nennen, am Gründonnerstag, am Tag der Eucharistie, um dieses aufzubewahren das ganze Jahr über für die Krankenkommunion. Wir haben keine liturgische Reserve, um die Kommunion zu strecken, sondern in der Kommunion selber wird nur die Eucharistie der Liturgie ausgeteilt. Aber wir müssen natürlich immer eine Reserve vorhalten für alle Eventualitäten von Krankenkommunion und Sterbefälle. Mhm.